Freitagabend, 18 Uhr, die Woche endet wieder mit Studio 47 live. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute haben wir nämlich eine ganz besondere Sendung für Sie. Heute schauen wir zurück auf das Jahr 2023, aber nicht alleine, traditionell mit dem Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Sören Link, steht uns Rede und Antwort und erzählt uns, was ihn bewegt hat im vergangenen Jahr. Und darum haben wir heute sogar schon 45 Minuten für Sie vorbereitet. Bleiben Sie also gespannt. Es war mal wieder kein einfaches Jahr, liebe Zuschauer, weder für Duisburg noch für Deutschland, Europa oder aber für die ganze Welt. Krisen werden zur Regel, Kriege überschatten Fortschritte und schlechte Nachrichten dominieren positive, die es aber natürlich auch noch gab. Und wir schauen heute auf die wichtigsten Ereignisse zurück, wollen aber auch mit dem OB über Entwicklungen sprechen in Duisburg, aber auch global. 2023 war ein Jahr, das gekennzeichnet war von globalen Krisen. Krisen, deren Auswirkungen auch in Duisburg zu spüren waren. Nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober entwickelte sich ein neuer Konflikt im Nahen Osten. Dieser Konflikt wurde auch auf Duisburgs Straßen ausgetragen, wenn auch nicht gewaltsam. Pro-Palästina-Demos des mittlerweile verbotenen Vereins Samidun sorgten für Schlagzeilen. Dass radikale Kräfte den Konflikt instrumentalisieren wollten, stieß auch bei der deutsch-palästinensischen Gesellschaft auf Ablehnung. Diese Leute haben hier ja nichts zu suchen. Die missbrauchen diese Frage Israel-Palästina für deren eigenen Zwecke. Und das dulden wir nicht. Das muss raus. Auch Duisburgs Oberbürgermeister fand im Vorfeld klare Worte für die Demonstration und ging noch einen Schritt weiter. Wir sollten zusätzlich auch allen Terrorunterstützern, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, diese umgehend wieder aberkennen und sie dann ausweisen. Wer Terroristen und Gräueltaten an Zivilisten verharmlost und bejubelt oder wer Israel das Existenzrecht abspricht, der hat hier nichts zu suchen. Gleichzeitig solidarisierten sich viele Duisburgerinnen und Duisburger mit Israel. Die Auswirkungen des Konfliktes zeigten sich auch im Leben der Jüdinnen und Juden in Duisburg. Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen blieb in der jüdischen Gemeinde Duisburg ein Gefühl der Verunsicherung. Man macht sich Sorgen wegen der Verwandtschaft, wegen Freunde. Man macht sich Sorgen wegen der Situation auch in Deutschland. Wir kriegen ja hautnah mit, dass hier demonstriert wird für Hass, für alles Mögliche, aber nicht das, was vernünftig ist. Wir haben jetzt einen Pogromaufruf mitbekommen am eigenen Leibe und das kenne ich erst. Also das letzte Mal, wo ich das gelesen habe, das war vor über 30 Jahren im ehemaligen Russland bzw. in der ehemaligen Sowjetunion. Für Erschütterung sorgte die Gewalttat des Islamisten Maan D., der im John Reed Fitnessstudio auf mehrere Menschen einstach, nachdem er 9 Tage zuvor einen Mann in der Altstadt getötet hatte. Erklärtes Ziel, er wollte so viele Ungläubige wie möglich töten. Das gestand der Angeklagte Anfang November im Gerichtsprozess. Neben dem neuen Konflikt im Nahen Osten sorgte auch der Krieg in der Ukraine weiterhin für Herausforderungen. Zum Beispiel bei der Frage über die Aufnahme von Geflüchteten. Denn zwischen der Stadt Duisburg und dem Land stand eine offene Rechnung über die Kosten für die Aufnahmeeinrichtung an der Hamborner Straße. Trotzdem hatte das Land Pläne, in Rheinhausen eine zentrale Flüchtlingsunterkunft einzurichten. Die Stadt war dagegen. Es ist eine Frage des Geldes. Und die hat auch die Politik auf Bundesebene in eine schwierige Situation gestürzt. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gab es ein Loch im Bundeshaushalt von 60 Milliarden Euro zu stopfen. Duisburger Sozialverbände befürchteten deshalb drastische Einsparungen im sozialen Bereich und das trotz ohnehin schwierigen Zeiten. Trotz all dieser politischen Schwierigkeiten erscheinen diese Probleme eher marginal angesichts all der alten und neuen Kriege auf der Welt. Und jetzt haben wir ihn auch schon bei uns sitzen und wir schauen zurück auf das Jahr 2023 in Duisburg. Es ist ja mittlerweile schon zur Tradition geworden. Der Oberbürgermeister der Stadt, Sören Link, herzlich willkommen bei uns. Hallo, schön wieder hier zu sein. Sehr gerne. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herr Link, es ist oder es war wahrlich wieder kein einfaches Jahr in diesem Jahr. Krisenmodus ist das Wort des Jahres geworden, auch bei uns in Duisburg. Was sagen Sie? Also das Jahr hatte seine Herausforderungen, wie die letzten Jahre insgesamt. Eine Krise jagt die andere, kann man gefühlt und auch tatsächlich sagen. Aber ich glaube, unterm Strich muss man sagen, es war ein sehr erfolgreiches, erfreuliches Jahr für die Stadt. Wir haben viel auf den Weg gebracht, viel erreichen können. Da kommen wir ja gleich mit Sicherheit noch drauf zu sprechen. Also ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung.
Nur wenn wir auf die Lage auf der ganzen Welt schauen, hat die ganzen Krisen, die wir da haben, also nicht nur Corona, wenn wir an 2021 denken oder 2020 ja schon, sondern eben auch der Krieg in der Ukraine 22, wo wir hier saßen, jetzt sitzen wir hier und haben noch einen Krieg. Wir haben ja sowieso so viele Kriege auf der Welt, aber gerade der Krieg in Nahost, der hat auch Auswirkungen auf Deutschland, auf Europa und eben auch auf Duisburg. Wie kriegen Sie das hier so wahr, die ganzen Auswirkungen? Also man merkt schon, dass wir seit vielen Jahren in einem Krisenmodus sind und auch die Menschen, mit denen macht das ja was. Corona hat dafür gesorgt, dass wir anders miteinander umgehen. Ich vermisse so eine gewisse Diskussionskultur, Dialogbereitschaft, das geht an der einen oder anderen Stelle ab. Ich nehme schon eine zunehmende Gereiztheit wahr, aber ich glaube, dass wir unterm Strich auch durch die ganzen Krisen hindurch gezeigt haben, dass wir eine zutiefst solidarische, eine soziale Stadt sind, die Herausforderungen meistern und die Auswirkungen dieses Weltgeschehens auf uns unter anderem eben auch gemeinsam ganz gut in den Griff kriegen. Also wir haben Corona gemeinsam gut bewältigt. Ich glaube, da können wir wirklich stolz drauf sein. Die Ukraine-Krise hat gezeigt, wir stehen hier zusammen. Wir haben sehr schnell, sehr konsequent gehandelt. Jetzt die Auswirkungen dieses schrecklichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel. Alles, was damit zusammenhängt, dass auch die steigenden Flüchtlingszahlen, das kriegen wir hier ganz gut in den Griff im Moment. Und das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Da muss man auch als Stadtgesellschaft, nicht nur als Oberbürgermeister, nicht nur als Politik, als Stadtgesellschaft immer wieder darauf achten, dass die Stadt da zusammengehalten wird. Und das ist eigentlich schon das nächste Stichwort. Also wenn wir wirklich auch auf das jüdische Leben bei uns hier in Duisburg schauen, wir haben mit Jüdinnen und Juden gesprochen, auch im letzten Jahr. Und die jüdische Gemeinde teilt das auch regelmäßig mit. Es ist schwieriger geworden. Also es ist eine Herausforderung geworden, aktiv jüdisch zu leben, auch bei uns hier in Duisburg. Kann sich Duisburg und auch Deutschland letzten Endes so etwas leisten? Klares Nein. Das können wir uns nicht leisten. Das möchte ich auch nicht, dass wir uns sowas leisten. Ich finde, wir sind in Deutschland, jedenfalls die allermeisten Menschen, nicht schuld an dem, was zwischen 33 und 45 passiert ist. Wir tragen da keine persönliche Schuld. Aber wir tragen, und zwar in aller Ewigkeit, auch eine Verantwortung als Deutsche, dass sich sowas nicht wiederholt. Da müssen wir besonders sensibel sein, da müssen wir empfänglich für sein. Diese Verantwortung, die ist unteilbar. Ob Menschen jetzt zugewandert sind, sich eingedeutscht, also eingebürgert haben, oder ob sie hier in Deutschland geboren sind, egal, sie tragen diese Verantwortung. Und Teil dieser Verantwortung ist, dass alle Menschen aller Kulturen, aller Religionen, jeder, der hier leben möchte, gut und geschützt leben können muss. Und dazu gehören insbesondere natürlich auch die Menschen jüdischen Glaubens. Ja. Und das ist eine Verantwortung, die ist gerade in so einer Zeit wie dieser extrem wichtig. Und dieser Zusammenhalt, dieser Schutz auch von Menschen jüdischen Glaubens, das ist eine Aufgabe, der widme ich mich mit besonderem Augenmerk. Jetzt wissen oder sehen das wahrscheinlich nicht alle so. Also wir haben das im letzten Jahr auch gemerkt, gerade die zahlreichen Demos, die auch auf Duisburgs Straßen stattgefunden haben, wo auch Hamas-Sympathisanten mitgelaufen sind, Samidun-Fahnen von der Organisation geweht haben. Ja, es wurden fragwürdige Handzeichen gemacht. Also viele Dinge, wo man Menschen wahrscheinlich genau auf das, was sie gerade gesagt haben, nochmal darauf hinweisen müsste, oder? Ja, da fehlt mir jedes Verständnis für. Und wie gesagt, diese Verantwortung, die ich da sehe, die ist unteilbar. Und Menschen, die das nicht akzeptieren können, die haben aus meiner Sicht hier nichts verloren. Und da bin ich auch sehr klar aufgestellt, da muss der Rechtsstaat konsequent und klar gegen vorgehen, auch sehr deutlich und schnell, damit sowas erst gar nicht einreißt. Das ist zum Glück hier, muss ich sagen, bis auf wenige Ausnahmefälle auch wirklich sehr gut gelungen. Also die Demonstrationen waren in einem relativ kleinen Umfang, die sind sehr konsequent begleitet worden. Da bin ich der Polizei auch dankbar dafür, dass sie das sehr konsequent auch klein gekocht hat und klein gehalten hat. Aber es ist eine Aufgabe, die geht ja über Demonstrationen hinaus. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Ich weiß, dass es auch Teile der Gesellschaft gibt, die sich damit schwer tun mit dem Thema. Und da müssen wir als gesellschaftliche Mehrheit, von der ich überzeugt bin, dass es die gibt, sehr konsequent sein, sehr achtsam sein und sehr deutlich auch machen, dass wir da nicht mit uns reden lassen. Es gab ja auch eine Debatte im letzten Jahr. Auch die Bundesinnenministerin hat Konsequenzen da gezogen. Sie hatten sich auch eingeschaltet mit dem Zitat, wir sollten zusätzlich auch allen Terrorunterstützern, die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, diese umgehend wieder aberkennen und sie dann ausweisen. Würden Sie die Aussage heute noch mal so treffen? Ja, absolut.
Ich glaube, jemand, der diese Verantwortungsgemeinschaft nicht akzeptiert, der diese besondere Verantwortung Deutschlands gerade für die Menschen jüdischen Glaubens nicht akzeptieren kann, der hat hier nichts verloren. Ich glaube, Menschen, die hier konsequent Straftaten begehen, die haben hier nichts verloren. Und wenn sich jemand einbürgern lässt, also sozusagen unter diesen Schutz der deutschen Staatsangehörigkeit begibt und diesen Schutz, dieses gegenseitige Versprechen sozusagen dann so schändlich missbraucht und immer wieder mit Füßen tritt, der muss eben damit rechnen, dass in einem rechtsstaatlichen Verfahren diese Staatsangehörigkeit auch wieder aberkannt werden muss oder dass es auch möglich sein muss, diese Staatsangehörigkeit wieder abzuerkennen und ihn dann des Landes zu verweisen. Das wird hier nicht hundertfach der Fall sein, aber es muss im Einzelfall eben möglich sein. Und deswegen war es mir auch wichtig, der Staat muss auch wehrhaft sein allen Feinden der Demokratie gegenüber. Sollten die Regeln verschärft werden, Ihrer Meinung nach, der Hinsicht? Weil so rechtlich möglich ist es ja zu 100% nicht. Ja, was alles rechtlich möglich ist, da ist man manchmal erstaunt. Ich habe auch gesagt, dass, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, dass Menschen, die hier schwere Straftaten begehen, sehr konsequent ausgewiesen werden müssen, auch in Länder, wo möglicherweise Bürgerkrieg in Einzelfällen herrscht oder wo es möglicherweise unsicher ist. Rechtlich ist das zulässig. Mhm. Man muss es nur auch wollen. Und das ist etwas, was ich von der Bundesregierung, von der Landesregierung erwarte, dass da der nötige Rahmen für geschaffen wird. Ich glaube, das ist etwas, was die Gesellschaft, was die Bevölkerung erwartet und wo ich dazu eine ganz klare Meinung habe. Sie sprechen die zwei islamistischen Terroranschläge an, den Mord in der Duisburger Altstadt und die versuchten Morde sozusagen in dem Fitnessstudio John Reed im April diesen Jahres. Der Prozess läuft derzeit noch. Was dachten Sie damals, als das hier passiert ist? Man hört das ja nicht gerne, sowas, dass das in der eigenen Stadt passiert. Ja, es ist ein ganz schreckliches Drama, dass hier ein junger Mensch einfach nur, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war, ermordet wird. Das ist ganz schrecklich. Mhm. Und dieser Amoklauf, dieser Terrorakt im Fitnessstudio, das geht einem schon nahe. Die Bilder, die machen was mit mir, mit vielen, die es betrifft, die es gesehen haben. Man geht da ja auch lang, man kann sich da gut reinversetzen. Und mich haben insbesondere die Schilderungen auch der Einsatzkräfte sehr bewegt. Was sich da für Eindrücke denen geboten haben, das ist schon schlimm. Und gut ist, auch das darf man ja mal sagen, dass die Täter oder der Täter in dem Fall sehr schnell ermittelt worden ist, dass sehr schnell auch offensichtlich die Beweislage dazu gereicht hat, Anklage zu erheben, dass der Prozess läuft. Und ich hoffe da auf ein sehr klares, deutliches Urteil. Und ich bleibe dabei, wenn am Ende des Tages eine schwere Straftat zu einem schweren Urteil führt, also zu einem langjährigen Haftstrafe, dann muss am Ende des Tages auch eine Ausweisung möglich sein, weil so jemand hat hier nichts verloren. Mhm. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir kümmern uns aus meiner Sicht auch völlig zu Recht um das Thema Asyl. Wir bieten Menschen Schutz vor Not, Verfolgung, Krieg und allem. Und auf der anderen Seite die Leute, die dann unsere Gastfreundschaft hier so missbrauchen, so eklatant missbrauchen, die dann nicht des Landes verweisen. Das funktioniert nicht und in so einem Fall muss da eben auch klar gehandelt werden. Weil er eben aus Syrien kommt, das wollen wir an der Stelle nochmal sagen. Ja, das ist eben so, aber ehrlicherweise, das ist an der Stelle dann Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass auch jemand nach Syrien zurückgebracht werden kann. Wir haben das in den letzten Jahren auch in Afghanistan erlebt, dass Straftäter ab einer gewissen Straftat, die eine Gefährdung damit für die Öffentlichkeit sind, auch nach Afghanistan zurückgebracht werden. Das ist mit Sicherheit nicht schön, aber da kann sich ja jeder vorher überlegen. Und wer dann trotzdem Straftaten begeht, der muss eben damit rechnen, dass er auch nach Afghanistan oder nach Syrien ausgewiesen wird. Und da gehört er dann im Zweifel auch hin. Abschiebungen, Migration, Integration war ja sowieso die Debatte in ganz Deutschland in diesem Jahr. Auch Duisburg hat viele Geflüchtete aufgenommen, auch gerade auch aus der Ukraine. Den Krieg in der Ukraine wollen wir an der Stelle natürlich auch ansprechen. Und da hatten Sie auch zum Beispiel im März damals im Spiegel gesagt, dass Sie glauben, Bund und Land haben den Ernst der Lage noch gar nicht erkannt. Das war damals so. Danach ist viel passiert, aber so summa summarum, was sagen Sie als Fazit? Wie ist das Verhältnis zwischen Bund, Land und Kommunen mittlerweile? Es ist nach wie vor angespannt. Da hat sich schon was getan in den letzten Wochen und Monaten. Das habe ich wahrgenommen. Und ich glaube, da muss sich aber auch noch eine ganze Menge tun.
Ich bleibe dabei, das Asylrecht steht für mich nicht zur Debatte. Das ist wichtig, dass wir Menschen hier Schutz bieten. Das können wir auch. Wir sind eine leistungsfähige Gesellschaft, wir sind eine freundliche Gesellschaft, eine solidarische. Wir können das und wir stemmen das übrigens vor Ort in den Kommunen. Damit die Kommunen das stemmen können, brauchen die nicht nur finanzielle Unterstützung. Sowas kostet Geld. Es ist nicht nur mit einer Wohnung getan. Wir brauchen auch Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder beispielsweise. Sprachkurse, das kostet alles Geld. Dafür braucht man Personal. Also das Stichwort finanzielle Betreuung oder finanzielle Unterstützung, da ist noch Luft nach oben. Es geht aber auch darum, die Verfahren zu beschleunigen, schneller zu klären, wer kann hier bleiben und wer kann hier nicht bleiben. Da sehe ich noch Luft nach oben. Und insbesondere beim Land sehe ich noch eine Menge Luft nach oben beim Thema Landesunterkünfte. Mhm. Denn es kann ja nicht sinnvoll sein, die Leute sofort in die Kommunen weiterzuleiten, sondern erstmal den Status zu klären. Erstmal zu klären, darf bleiben, darf nicht bleiben. Das passiert typischerweise in einer Landesunterkunft. Und da sind wir meilenweit von den Zahlen weg, von dem Angebot weg, was wir eigentlich dringend bräuchten. Wir haben nicht mal die Hälfte dessen, was wir 2015/16 hatten, inzwischen in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Wert, der macht mich sehr nachdenklich, ob die Landesregierung tatsächlich den Ernst der Lage erkannt hat. Vielen Dank bis hierhin, also Herr Link, denn der Oberbürgermeister, der bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Wir haben nämlich noch einige Themen hier auf dem Zettel. Und wir sind natürlich immer noch in unserer besonderen Sendung. Wir schauen zusammen mit dem Oberbürgermeister zurück auf das Jahr 2023, wollen uns jetzt Duisburger Themen widmen. Herr Link, der Duisburger Haushalt hat in diesem Jahr einen Meilenstein erreicht. Das Ende der Überschuldung nach 12 Jahren, keinen genehmigungspflichtigen Haushalt mehr. Da kann man drauf stolz sein, oder? Da sind wir auch drauf stolz. Das war eine Menge Arbeit in den letzten Jahren. Vieles, was wir den Bürgern, der Politik, der Gesellschaft zugemutet haben, hat aber am Ende dazu geführt, dass wir wirklich Unglaubliches erreicht haben. Zum ersten Mal ein Haushalt, der außerhalb der Überschuldung stattfindet, der sofort umsetzungsfähig ist und nicht mehr genehmigungspflichtig. Und ein Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt. Wir haben über 1 Milliarde Euro Schulden in Duisburg abgebaut und dadurch Spielraum gewonnen. Und den können wir jetzt sinnvoll nutzen. Und der Rat der Stadt hat in seiner Haushaltssitzung dafür uns den richtigen Rahmen gegeben, unter anderem indem wir Steuern gesenkt haben oder indem wir eben an der einen oder anderen Stelle gesagt haben, da wollen wir nochmal einen ganz gezielten politischen Schwerpunkt setzen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was hat jetzt der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin letzten Endes davon? Ist ja kein einfaches Thema manchmal. Nein, natürlich nicht. Aber jahrelang konnten wir überhaupt keine Akzente setzen, weil alles das, was wir machen mussten, die sogenannten Pflichtaufgaben, das war schon mehr, als wir uns eigentlich leisten konnten von freiwilligen Ausgaben, von den Farbtupfern sozusagen, die das Leben in so einer Stadt ja auch gerne mal ausmachen, davon mal ganz zu schweigen. Und jetzt können wir eben zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit bewusst hier in Duisburg entscheiden, wo wollen wir in Duisburg hin. Und der Rat der Stadt hat entschieden, dass wir die Steuern senken, zum zweiten Mal in Folge. Wir werden bei der Gewerbesteuer unter 500 Punkte landen. Das ist ein richtig starkes Ergebnis, auch in einer ganz schwierigen Zeit. Um uns herum laufen die Debatten gerade in eine andere Richtung. Mhm. Wir setzen die Gebührensenkungen fort. Im Bereich Ganztag werden wir nächstes Jahr das Ende der Ganztagsgebühren haben in Duisburg. Wir werden die Kindergartengebühren weiter senken. Wir investieren mehr in Straßenbau, wir investieren mehr in Grünpflege, in Radwegeausbau. Wir haben Geld für den ÖPNV. Also das sind richtig gute Entwicklungen, da hat der Bürger was von. Und darüber sprechen wir auch später noch im Einzelnen drüber. Aber Sie sagten es gerade, die Debatte geht ja außenrum in eine ganz andere Richtung. Andere Kritiker zum Beispiel würden auch sagen, jetzt die Gewerbesteuer zu senken, ist vielleicht ein falsches Signal. Das Geld hätte auch irgendwie in Schulen oder in den Klimaschutz gesteckt werden können oder in soziale Angebote. Also das kann ich erstens völlig nachvollziehen. Es ist so, dass wir eine Menge Nachholbedarf haben und an allen Ecken und Kanten natürlich mehr Geld gut gebrauchen könnten. Aber mehr Geld haben wir eben nicht zur Verfügung. Und ich habe in den letzten Jahren es erreichen können, wir haben es in Duisburg gemeinsam erreichen können, dass wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Und das machen wir auch weiter. Also die schwarze Null sozusagen, die ist gesetzt. Und alles, was darüber hinausgeht, das geben wir den Bürgerinnen und Bürgern zurück, investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Und da muss man eben Prioritäten setzen. Da kann man sich nicht alles wünschen. Natürlich darf man sich alles wünschen, aber sich nicht alles leisten. Ja. Und gerade der Bundeshaushalt, also wenn wir über aktuelle Debatten sprechen,
ist momentan in einem kritischen Zustand. Also der ist noch nicht verabschiedet für 2024 und 2023 ist eben auch ein riesiges Loch, eben was gestopft werden muss. Machen Sie sich gerade, was jetzt für das nächste Jahr angeht, Sorgen um Duisburger Projekte, beispielsweise die grüne Transformation der Stahlindustrie, wo Förderungen vielleicht ja jetzt noch länger brauchen oder vielleicht gar nicht kommen? Es geht ja da um viel in der Hinsicht. Ja, ich mache mir schon Sorgen, dass Bund und vor allen Dingen Land ihrerseits die Aufgaben, die sie bestellen, also wo sie politisch sagen, das möchte ich gerne haben, nicht auskömmlich finanzieren oder eben Erhöhungen, die notwendig sind, nicht auskömmlich finanzieren. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle und das kann die Stadt alleine nicht auffangen. Das ist der eine Teil. Ich sage mal ein Beispiel, die Kindergartensituation. Wir brauchen dringend mehr Kindergärten, auch in Duisburg. Da muss aber auch die Finanzierung der Kindergärten geregelt sein. Das müsste das Land tun. Das Land hat aber nicht ansatzweise die Mittel im Haushalt eingestellt, die wir bräuchten, die die freien Träger bräuchten, um Kindergärten vorzuhalten. Das ist ein Dilemma. Da muss das Land, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, seine Hausaufgaben machen. Das andere ist eben, wie finanzieren Bund und Land die Projekte in der Wirtschaft, beispielsweise in der Industrie, die grüne Transformation. Da bin ich zum einen froh, dass die 2-Milliarden-Förderung des Bundes mit dem zugegebenen großen Landesanteil, dass die gesichert ist. Das ist ein wichtiges Zeichen. Aber es ist eben bei HKM, es ist eben bei ArcelorMittal noch nicht der Fall von irgendwelchen Projekten, die wir mit der Universität beispielsweise vorantreiben wollen, um das Thema Wasserstoff zu einem Markenkern Duisburgs weiterzuentwickeln, zu einer Stärke Duisburgs weiterzuentwickeln. Da sind wir eben darauf angewiesen, dass da die Finanzierung geklärt wird. Und da sind wir eben im Moment wirklich sehr betroffen aufgrund dessen, was in Berlin gerade passiert. Und selbst das Gutachten, was man jetzt für den A59-Ausbau machen will, ist davon abhängig. Das verzögert sich zumindest jetzt oder Stand jetzt. Es war eins der Themen in diesem Jahr, was wir jetzt noch ansprechen wollen, A59-Ausbau, da gab es auch das Verhältnis zwischen Bund und Stadt war auch nicht immer das Beste. Wie würden Sie das jetzt mittlerweile einschätzen? Also ich bin zunächst mal sehr dankbar den Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen und der FDP, die im Haushaltsausschuss klar gesagt haben, wir wollen diese Machbarkeitsstudie, wir wollen checken, ob es sinnvoll ist, ob es technisch umsetzbar ist und wie teuer es wäre, eine Tunnellösung, eine unterirdische Lösung zu bauen. Das hat die ADB bisher nicht alleine umsetzen können, hat es nicht für nötig gehalten, da eine klare Grundlage zu schaffen. Das ist sehr bedauerlich, das soll jetzt kommen und ich habe die Signale aus Berlin durchaus wahrgenommen, sobald der Haushalt verabschiedet wird, wann immer das ist, dann wird diese Million da drin sein. Das ist die Voraussetzung dafür, um überhaupt mal sachgerecht entscheiden zu können, kann man unterirdisch bauen, wie teuer ist das? Ich glaube, dass alles Entscheidende ist und das sagt die Stadt seit Ewigkeiten, wir brauchen auf jeden Fall den Neubau der Berliner Brücke. Die ist bis 2029 zugelassen, danach läuft der TÜV sozusagen ab und dann muss da eine neue Brückenkonstruktion stehen oder wir haben hier ein großes Problem. Das wollen wir auf jeden Fall und deswegen haben wir gesagt, lass uns das Verfahren zweiteilen. Die Berliner Brücke ist unstrittig, die muss so schnell wie möglich angepackt werden und lass uns über alles andere, was sich in Richtung Norden anschließt, ob Hochtrasse oder Tunnellösung, lass uns darüber in Ruhe reden. Wir glauben, die Tunnellösung ist technisch machbar. Wir glauben, sie ist bezahlbar. Sie ist teurer möglicherweise, aber sie ist bezahlbar. Und sie schafft einen enormen Mehrwert für die Menschen im Duisburger Norden, für ganz Duisburg. Und die Stadt hat sich ja auch richtig ins Zeug gelegt in diesem Jahr, da auch einige Kampagnen gefahren, die eben auch zu den vielen Anwendungen auch geführt haben, die Bürgerinnen und Bürger eben auch gemacht haben. Wir schauen jetzt nochmal drauf auf genau diese Situation, was in Duisburg sonst noch so los war natürlich auch noch und sprechen dann gleich weiter drüber mit dem Oberbürgermeister. Die Stadt Duisburg hat in diesem Jahr einen großen Meilenstein erreicht. Die Überschuldung ist beendet. Das heißt, die Stadt kann Eigenkapital aufbauen. Denn mit einem Jahresüberschuss von 190,1 Millionen Euro in 2022 hat sich Duisburgs Haushaltslage erheblich verbessert. Damit wurde die Haushaltsaufstellung für 2024 um einiges einfacher. Wir beschließen im Rat immer einen Haushalt und diesen Haushalt muss ich dann zur Bezirksregierung zur Genehmigung geben, solange ich überschuldet bin als Kommune. Und das hat in den letzten Jahren immer so ein paar Monate gedauert, April, Mai teilweise. Und das Schwierige ist, wir können mit neuen Projekten, mit neuen Baumaßnahmen, aber auch mit neuen Maßnahmen
erst beginnen, wenn die Bezirksregierung das genehmigt hat. Ja. Und jetzt, wo wir eben nicht mehr überschuldet sind, sondern eine finanziell gesunde Stadt, können wir direkt ab dem 1.1. eines jeden Jahres dann eben mit dem Vollzug des Haushaltes beginnen. Das heißt, Baumaßnahmen können schneller anfangen und wir sind einfach ein Stück weit flexibler. Der Haushalt für 2024 wurde Ende November verabschiedet. Kritik gab es von den Grünen im Stadtrat. Der Klimaschutz sei nicht genug berücksichtigt worden. Eine Verkehrswende sei in weiter Ferne. Dabei drehte sich ohnehin vieles im vergangenen Jahr um die Verkehrsinfrastruktur. Aber nicht im positiven Sinne. Viele Sperrungen haben die Autofahrenden oft an die Grenzen ihrer Geduld gebracht. So zum Beispiel auf der A40. Die war wegen der neuen Rheinbrücke Neuenkamp 10 Tage lang gesperrt. Dazu kommt noch die Sperrung vom Kahler Brückenzug. Seit Ende September ist die Verbindung zwischen Ruhrort und Kasslerfeld dicht. Aber damit nicht genug. Auch die A59 wurde teilweise gesperrt. Die A59 hat aber nicht nur wegen der Sperrungen oft für Schlagzeilen gesorgt. Der Streit um den geplanten Ausbau ging in die nächste Runde. Denn die Autobahn GmbH des Bundes ist weiterhin für die Trassenlösung, während die Stadt für den Tunnel plädiert. Mehr als 700 Einwendungen haben Tunnelbefürworter eingereicht. Jetzt soll eine Studie offene Fragen beantworten. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Wer sich bei den ganzen Straßensperrungen im Duisburger Stadtgebiet gedacht hat, dann fahre ich lieber mit Bus oder Bahn, der hatte es nicht wirklich leichter. Die neuen Bahnen sorgten immer wieder für Probleme. Ausfälle und Verspätungen gehören zum Alltag, wie auch der Qualitätsbericht der DVG gezeigt hat. Doch auch das Ausweichen aufs Fahrrad ist nicht unbedingt die beste Möglichkeit. Zwar wurde eine neue Fahrradstraße eröffnet, doch Duisburg schnitt im bundesweiten Fahrradklimatest vom ADFC besonders schlecht ab. Es reichte nur für Platz 25 von 26. Dabei wäre eine bessere Radinfrastruktur für eine Verkehrswende dringend notwendig. Was den Klimaschutz angeht, setzt die Industrie in Duisburg auf eine Zukunft mit Wasserstoff. So hat Wirtschaftsminister Robert Habeck im Sommer den lang ersehnten Förderbescheid zu ThyssenKrupp Steel gebracht. Damit soll die klimaneutrale Stahlproduktion weiter vorangetrieben werden. Vorangehen sollte es auch in den Schulen. Viele von ihnen sind in einem schlechten Zustand und müssen dringend saniert werden. Schimmel, marode Gebäude und Wasserschäden – all das gehört für viele Schulen jedoch weiterhin zum Alltag. Neben den vielen Herausforderungen hat Duisburg aber auch einiges geboten. Die Sportstadt hat ihrem Namen nämlich alle Ehre gemacht. Bei den Ruhrgames im Juni im Landschaftspark wurden 4 Tage lang sportliche Höchstleistungen gezeigt. Nur einen Monat später ging es dann mit den Finals weiter. Da konnte man im Innenhafen unter anderem bei der deutschen Meisterschaft im Kanu-Polo zugucken. Richtig international wurde es dann aber im August. Mit der Kanu-WM wurde die Regattabahn zu einer Wettkampfstätte der ersten Klasse. Genau, es war einiges los hier in Duisburg und natürlich auch viel Positives. Es waren die Klassiker dabei, Stadtfest, Weinfest, Hafenfest. Lockten viele Besucher hier nach Duisburg. Herr Link, was hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Wir hatten ja auch das Sportjahr 2023. Ja, 2023 war schon ein Jahr für viele gelungene, für viele gute Veranstaltungen in der Stadt. Und natürlich sind insbesondere die Sportveranstaltungen dieses Jahr was Besonderes gewesen. Sowas Hochklassiges in der Dichte hatten wir schon lange nicht mehr. Das hat mir gut gefallen und ich fand die Ruhrgames, die waren ein echtes Highlight. Im Landschaftspark habe ich sie mir angeguckt, ganz toll. Ich fand das Finale der European League of Football großartig, ja. Unglaublich spannend, toll. Und die Kanu-WM, das war natürlich auch ein Highlight. Und auch die Finals haben tolle Bilder aus Duisburg in ganz Deutschland überall präsentiert. Super. Harter Bruch, kommen wir zur Verkehrsinfrastruktur jetzt hier, denn auch da ist viel passiert hier bei uns in der Stadt. Zum Beispiel am Karl-Lehr-Brückenzug oder auch an der A40-Rheinbrücke ist viel passiert. Wie sieht es aber vielleicht abseits der großen Projekte auch aus? Wir sprachen gerade über den Duisburger Haushalt, der ÖPNV, der hat auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zum Beispiel sind die Straßenbahnen, die neuen, immer noch nicht da. Oder aber es ist mit Verspätungen zu kämpfen. Wie ist da Ihre Einschätzung zu? Also zum einen muss man sagen, die Infrastruktur Duisburgs ist in einem Zustand, da sind Sanierungen, da sind Neubauten einfach unumgänglich. Das lässt sich nicht anders darstellen. Da ist es wichtig, dass wir das Geld inzwischen haben, um die nötigen Investitionen zu tätigen, im kleineren wie im größeren. Also die Kölvebrücke im Duisburger Westen beispielsweise wird jetzt Anfang 2024 dann endlich auch in den Bau gehen können. Im großen Karl-Lehr-Brückenzug beispielsweise oder Gartawegbrücke, da haben wir die nötigen Investitionen vorgenommen, damit es eben Ertüchtigung oder Neubauten geben kann.
Und auch beim Thema ÖPNV, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, müssen wir investieren. Dafür haben wir jetzt das nötige Geld. Auf den Markt selber haben wir nur bedingt Einfluss. Ich kann die Bahnen nicht selber bauen. Also irgendwie muss ich mich schon darauf verlassen, dass in einer Marktwirtschaft der Markt auch ein Stück weit funktioniert. Bestellt sind die Bahnen, bestellt sind die Busse. Ich hoffe, sie kommen. Mhm. Und wir brauchen sie auch, denn der ÖPNV, wie wir ihn jetzt haben, der ist eben nicht in der Leistungsfähigkeit vorhanden, die ich mir wünsche und die Kunden, die Bürger auch zu Recht erwarten. Aber wir tun alles dafür, um nachzusteuern, um nachzubestellen. Und dafür werden wir auch im nächsten Jahr die nötigen Mittel voraussichtlich zur Verfügung stellen. Denn Sie sagen es gerade, Verkehrswende, Thema Klimaschutz, auch natürlich ein großes Thema, auch bei uns hier in der Stadt. Duisburg will bis 2035 klimaneutral werden. Tut Duisburg genug dafür? Kritiker würden sagen, nein. Ja, da ist das Leben von Kritikern, die sagen zu vielen nein. Ich glaube, wir sind an vielen Stellen weiter, als der eine oder andere denkt. Wir haben beispielsweise mit den Stadtwerken, mit der DVV schon viele wichtige Schritte eingeleitet, sind sie teilweise schon gegangen. Wir haben das Kohlekraftwerk abgeschaltet, wir nutzen die Abwärme aus dem Rechenzentrum. Wir bauen gerade die größte IKWK-Anlage in ganz Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, und nutzen Abwärme aus Kläranlagen. Wir haben Blockheizkraftwerke aufgebaut, die Wasserstoff-ready sind, H2-ready sind. Und an so vielen Stellen haben wir uns schon auf den Weg gemacht. Da geht immer noch mehr, ja. Und daran arbeiten wir auch. Aber ich glaube, wir müssen uns da wirklich nicht verstecken. Gerade da hätte man ja zum Beispiel auch sagen können, im Haushalt mehr Geld reinzustecken, wäre ein Thema gewesen. Wir sagten es gerade auch das Thema Schulsanierung, auch ein riesiges bei uns in der Stadt, auch 2023. Warum investiert man da nicht mehr oder warum kommt man da nicht nach? Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung, dass alles gleichzeitig passiert, die ist einfach unrealistisch. Und das kann ich der Bevölkerung, das kann ich auch meiner eigenen Mannschaft, der Belegschaft nicht zumuten und versprechen, dass alles gleichzeitig passiert. Wir müssen Prioritäten setzen, das haben wir getan. Wir tun eine ganze Menge für den Klimaschutz. Da geht immer noch ein bisschen was mehr, aber wir tun es Schritt für Schritt und sehr konsequent. Wir tun auch eine ganze Menge für neuen Schulraum bzw. für sanierten Schulraum. Das ging jahrelang nicht, weil einfach kein Geld vorhanden war. Und das Geld ist jetzt zunehmend wieder vorhanden. Und deswegen bauen wir jetzt auch wieder neue Schulen, gerade im Bereich Ganztag, aus. Dann sind wir auf 2024 gespannt und wollen direkt weitermachen mit dem Thema Bauen. Jetzt mit den großen Bauprojekten aus Duisburg, die Stadt ja auch auf diversen Messen präsentiert. Herr Oberbürgermeister, die Baukrise hat sich aber weiter fortgesetzt, auch jetzt in diesem Jahr. Hat das irgendwelche Einflüsse auch auf unsere Bauprojekte? Natürlich hat es Einflüsse. Wir kriegen nach wie vor mit, dass die Zinsen auf hohem Niveau sind, eher noch steigen, dass die Verfügbarkeiten in der Bauindustrie begrenzt sind. Und dass der eine oder andere sich schwer tut jetzt mit solchen Investitionen, das macht auch vor Wedau, das macht auch vor anderen Bauprojekten dieser Art nicht Halt. Aber wir merken auf der anderen Seite auch, dass diese Projekte so eine Qualität haben, dass die Leute schon dranbleiben. Also dass sie nicht ihre Grundstücke zurückgeben, dass sie nicht ihre Bauanträge nicht stellen. Es verzögert sich halt ein Stück weit und das ist ärgerlich. Aber da müssen wir mit umgehen, wie andere auch. Und gleichzeitig müssen wir eben da, wo wir selber am Drücker sind, Stichwort Sanierung vom Bestand, bei der GEBAG beispielsweise, da müssen wir eben gucken, dass wir trotzdem dranbleiben, weil das unglaublich wichtig ist, Stichwort Klima- und Energiekrise. Und gerade beim Thema Baukrise sind wir auch schnell bei der IGA 2027. Auch die haben mit 30% erhöhten Baukosten zu kämpfen, auch mit Zeitnot mittlerweile, hat man uns damals gesagt. Also es wird sportlich bis 27 fertig zu werden. Auch bei uns in Hochfeld zieht man die Zügel an. Auch darüber haben wir berichtet. Wie zuversichtlich sind Sie da? Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir haben die IGA in die guten Hände der Wirtschaftsbetriebe gegeben. Die haben sich professionell aufgestellt. Bereiten das vor. 2027 wird eine wunderbare Gartenausstellung in Duisburg stattfinden. Dann haben wir noch Zeit, über den Bezirk im Duisburger Norden vielleicht auch zu sprechen. Stark im Norden ist da auch im letzten Jahr gestartet. Auch da will man mit einem Förderprojekt Impulse setzen. Wir reden ja immer so viel über Duisburg-Mitte, über Duisburger Süden. Gerade Duisburger Norden braucht, glaube ich, da mal einen Impuls. Wo kann man da vielleicht noch ein paar mehr Impulse erwarten?
Ja, da sieht man mal, was mit Bundesgeld in dem Fall, 50 Millionen Euro sind es, die hier nach Duisburg-Nord fließen, was man damit Positives erreichen kann. Mhm. Wir wollen die beiden starken Nebenzentren, Marxloh und Hamborn, umgestalten, stärken, sodass sie attraktiver sind für die Leute, die dort wohnen, für die Menschen, die dort wohnen, aber auch für die Geschäftstreibenden und eben auch andere Leute dahin bringen, dort einkaufen zu gehen, beispielsweise, indem wir Märkte umgestalten, indem wir autofreie Zonen einrichten, aber eben auch die Aufenthaltsqualität gleichzeitig stärken durch mehr Außengastronomie und Co. Ich glaube, der Prozess, der sehr, sehr dialogorientiert ist, der läuft gerade, das ist auch gut so, da muss man sich auch mal aneinander reiben. Aber am Ende bin ich sicher, wird das den Duisburger Norden stärken. Und da haben wir auch 2024 wieder mehr zu erwarten von, genauso wie in ganz Duisburg, vielleicht ganz kurz nochmal ein Ausblick 2024. Wie zuversichtlich sind Sie? Also ich freue mich auf das Jahr 2024. Die Umgebung ist schwierig, Stichwort Finanzen, Bund und Land. Mhm. Aber ich glaube, wir sind sehr robust aufgestellt. Wir haben uns gut entwickelt in den letzten Jahren. Ich schaue sehr zuversichtlich in die Zukunft, weil wir mit unseren Projekten auf dem Markt gut bestehen werden. Und deswegen freue ich mich auf das kommende Jahr. Dann wollen wir damit schließen und sagen, vielen Dank, Sören Link, für diesen ausführlichen Jahresrückblick. Der Oberbürgermeister von Duisburg war das. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne, immer wieder gerne.